David. Okay. Dein Fuß ist doch frei. Ich hätte ihn jetzt am liebsten einmal reingetreten oder so. So. Hold it! What? Okay, was jetzt? Was jetzt? No way, Jefferson. What? Okay, es funktioniert nicht. Wieso funktioniert es nicht mit der Musik? Night Prom. Okay, wie wär's mit Licht aus? And would you mind turning off the lights? Aber ich dachte, das wäre eine gute Sache gewesen mit dem mit der Musik jetzt. Dann hatte ich David noch nicht gehört. Now, you're thinking like a real photographer. And I don't want your last memory to be bad lighting. I promise. This final dose won't hurt. What? David, watch out! How? How did you know that? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nein. Okay. Das bringt jetzt nichts. Final dose. Wenn er uns ein Wasser gibt, bringt uns das doch gar nichts. I prom. Was ist, wenn wir nochmal Musik spielen? Das ist doch eigentlich die beste Sache, oder nicht? Ihr hört David nicht, und dann kommt er jetzt hierher, und dann kommt David, und dann... Hold it! What? Aber es funktioniert anscheinend nicht. No way, Jefferson. So versteckt er sich nur hinter uns. Hold it! Okay, vielleicht müssen wir vorher was anderes machen. Oh Gott, ich sagte doch, es war zu einfach. Nein. So, bla 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 bla. Wie wär's mit Wasser? Excuse me, but my throat is scratchy. Can I please have some water? Of course. I don't want you to be uncomfortable. Sehr schön, damit der Ding jetzt hier schon mal näher. Damit können wir eventuell irgendwas mit unserem Fuß hier machen. I promise, this final dose won't hurt. What? David, watch out! Time to shut the fuck up, okay? Okay, wenn wir ihn jetzt nicht warnen. What? Jawohl. No balls. Jefferson, it's over. You are not going to stop me. David Madsen. Of course. Well, this is what you get for playing cop. A real bullet. Wie denn sonst? I should rewind. Aber das war doch bis hierhin ganz gut, wenn ich... Jefferson, it's over. You are not going to stop me. Oh, Christ. Jefferson, it's over. Grab that bottle. You are not going to stop me. He's hiding a gun over there.
Gott! You just stop me. Dann zieh dem scheiß Kabel. Max, are you okay? Are you all right? Can you move? Yes. Thank you, David. Thank you. Don't thank me. You brought me here. Let's wrap up this son of a bitch first. He won't be going anywhere when he wakes up. Except you are going to prison forever. Or worse. Mr. Jefferson, now it's your turn to be captured in a moment. Save Chloe. He burned everything, including all of my photos. Warren, yes, I can use that picture he took of us. No signal. Draußen ist der Tornado. Thanks, Mr. Jefferson, but you won't need this anymore. Okay, können wir hier noch irgendwas machen? I'm sorry you had to be here. Frank isn't a bad person, but he can't be in denial about the drugs he provided. Oh, Chloe, I'm gonna save you. For the last time. Ich habe schon mal über so eine Art Schicksal geredet beim letzten Mal. Nobody will look at Jefferson's work the same. Egal was wir tun, egal was wir tun. Chloe stirbt. Looks like Jefferson was planning a major security renovation with Prescott cash. No one would have looked for Nathan's body with this. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, sie zu retten. Jefferson had plenty of women who would have totally posed for him. Ich weiß nicht, ob wir noch eine weitere Zeitreise überstehen. Just looking at that makes me want to vomit. It's a studio. Damn. Jefferson torched everything. Now the only photo I can get is the I want to burn all these photos. I hate looking at me like that. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn der einzige Punkt, an dem wir bei diesem Wetter empfangen kriegen, der Leuchtturm ist. Dort, wo alles anfing. I can still feel those straps. Stop, Max. You're free. Jefferson looks so pathetic now. David Madsen is on the case. He's still looking for evidence. David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was going to kill me. Like he did to Victoria Chase. Oh, no. I always suspected that son of a bitch. I never did. Until too late. You shouldn't have to suspect your teacher. He wasn't a real teacher. He just wanted to lecture. It was part of his sick plans. I wasn't surprised when you accused Nathan of drugging Kate Marsh. I thought so too. And Max, I'll never forgive myself for what happened to Kate. I feel like I helped push her off that roof. It's nicht dein Fehler. Don't blame yourself. Nathan and Jefferson are the ones who put her up there. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. But Nathan killed Rachel, and Jefferson had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose, too. I could have stopped him and Nathan if only... wasn't so stupid.
No. I told Principal Wells Nathan had a gun and almost used it. But he didn't want to believe me. I should have been more loud. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. I had all the high-tech toys while you had each other. Maybe she learned from you. I think she only learned how to hate my guts. You both had a tough start. And I know it wasn't easy. I'm not gonna make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, but I wasn't so great. I tried to be a good father, too, but when Joyce kicked me out, I had nothing. I'm so sorry about that. I didn't want that to happen. I should never have set up those surveillance cams or kept all those files. I'm going to tell Joyce I was wrong about you. She does love you. It's pretty obvious. I try not to use my service as an excuse, but it's hard to come home after war. Most people don't know or care what it's like. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Chloe, is she? She would be proud of you. I just want to see her safe with her mother. I promised Joyce I would go see a family counselor. I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me Dad, but maybe she'll stop calling me Step Douche. So, where is Chloe? Ist die Entscheidung wirklich noch wichtig? Warum sollten wir lügen? Oh fuck, ich habe Angst, dass die Entscheidung wirklich wichtig ist. Dass er uns nicht rauslässt oder so. Oh, ist egal. David. Chloe is dead. This isn't happening. It can't. No, God. Not Chloe. Max, are you sure? Are you? Yes, I saw her. I saw a Jefferson killer in the junkyard last night. Last night? When I was feeling sorry for myself in my hotel room? I promised Joyce that I would protect her and Chloe. How can I face her and explain this? I never even told Chloe that I God damn it! You killed my wife's child, you sick fucker! And you took away my stepdaughter! Nicht die Waffe, nicht die Waffe. David, wait! Max, I'm sorry. I'm sorry you had to see that. What a mess. What have I done? All that time I wasted with surveillance. Chloe, I'm sorry. Joyce, I failed you. My family. You didn't fail. You did your best. Max, you better get outside. You've seen enough of this room. David, thank you for saving me.
Es scheint kein Happy End für irgendjemanden zu geben. Let this be a nightmare. I've seen so many people die this week. Now Jefferson. I feel numb. Ja, wir könnten es rückgängig machen, aber ganz ehrlich, wollen wir es rückgängig machen? My God. Ich meine, what do I tell Joyce? Er wird es früher oder später erfahren. Was will er dann sagen, wenn er merkt, dass wir ihn angelogen haben? Wenn wir es wirklich schaffen sollten, das Foto von Warren zu bekommen und zurückzureisen in der Zeit, dann wird das eh alles hier nicht passieren. Wenn es nicht passiert, dann sind wir eh alle tot. Also was soll's? Der Tornado wird uns so oder so erwischen. Also. Freedom. Holy shit. This storm is real. I need to find Warren. Yes. Warren, can you hear me? Never mind. Listen, do you have that photo you took last night in the parking lot? Yeah, but why? It wasn't that great a shot. Yes, it is, and I want it. Where are you? I'm at the Two Wells Diner. Pretty much trapped in here with Joyce thanks to this Armageddon weather. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. Come on, that's crazy. I can barely walk on the sidewalk outside. Seriously, Max, stay wherever you are. I don't think the storm's getting smaller. I'm kinda scared. That's okay. Me too. But it's not over yet, Warren. So hold on. That our culture of sin and entitlement would lead to God striking us down. And I'm the one trapped in this fucking radio station. Somebody get me the hell out of here now! Now, God damn it, how do I pay all those taxes? You have one new message. Message received yesterday at 9 p.m. Max, it's Nathan. I just wanted to say, I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel or I didn't want to hurt anybody. Everybody used me. Mr. Jefferson is coming for me now. All this shit will be over soon. Watch out, Max. He wants to hurt you next. Sorry. Und wir wollten ihm nicht zuhören. Ich muss jetzt leider rüberlabern, tut mir leid, aber ihr wisst, GEMA-Probleme und so, das habe ich leider. Auch wenn es gerade monsteratmosphärisch ist, aber ich kann da leider jetzt nichts gegen tun. Werden wir das Foto bekommen oder nicht? Das ist die große Frage. Sieht gerade irgendwie schlecht aus, oder? Ach du Kacke. Wir müssen irgendwie zum Two Whales Diner, wenn das überhaupt noch steht. Apokalypse-Stimmung hier. Mein Gott, steig doch auf und geh doch zu Fuß, als ob du hier durchkommst, Max. Max, mach jetzt. Und lass die GEMA-Musik aus. Schnell, bitte. Verwirrt, über die Straße zu rennen. Das ist der größte verkackte Tornado, den die Welt jemals gesehen habt. Als ob ihr vor dem wegrennen könnt. Hey, that guy is trapped. I have to help everybody I can. Thanks, kid.
Das bringt doch alles nichts, Max. Wenn du der Zeit zurückreist, wirst du niemals hier sein. I got stuck in this shithole delivering logs after the railroads closed down. You better go now. And I ain't never coming back. You need a lift? No, thanks. I have to find the friend. You go, girl. You go. Ich meine, ich werde ihnen jetzt helfen, aber es bringt uns, wie gesagt, eigentlich nichts. Ach du Kacke. Death is everywhere. It's following me. Dann helfe ich dir halt nochmal. Aber wie gesagt, du willst in der Zeit zurückreisen, wenn wir niemals hier ankommen. Also niemals hier landen. Da wird es jetzt auch nichts bringen. Shit. Alyssa needs help again. Was ist mit Alyssa? Ja, muss ich dich wieder vor irgendwas warnen? Alyssa, are you okay? Let me help you down. Yes, I don't want to die like this. Find something to get me down. Help me down, Max. Was heißt denn, find something to let me down? Was denn, Alyssa? Ja! Habe ich schon verstanden? Ich weiß! Ich weiß! I can't think about all those children out there. Ja, also nur Chloe zu retten, hilft dir irgendwie nicht viel, weil 95.000 Leute hier trotzdem sterben werden, mein Gott. Wie gesagt, wir werden all diesen Leuten nicht helfen. Ah, ja, oder was? Wir werden all diesen Leuten nicht helfen können, wenn wir die Zeit zurückspulen. Also, Step Over heißt natürlich was. Wir gehen einfach noch rüber. Wie soll ich denn den Wischer jetzt helfen? Die beiden Dead Bodies konnte ich hier nicht helfen. Mit dem Auto kann ich Elisha ja auch nicht helfen, oder? I don't want to. Das ist schön für dich, Max. Vielleicht möchte ich da aber lang. Möchte ich mit dem Auto hier durchfahren, weil hier ist jetzt doch relativ viel Platz an der Seite, wo man lang fahren kann. Wie zum Teufel soll ich Elisha helfen? Ich versuch's doch. Als gedacht. Einfach mal nach links gucken. Wäre eine Möglichkeit. Diesmal mussten wir nicht Alyssa warnen, vor irgendwas, was kommt. Sondern ihn da unten. Alyssa mussten wir jetzt noch runterhelfen. Damn, that was close.
Thank you, Elizabeth. Now we're even. Be careful out there. Jo, danke. Jetzt sind wir ja... Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir ja... Ah, okay. Jetzt sind wir quitt, aber hatten wir ja schon eben... Du bist auch weg, Liebe. Dem wirst du nicht mehr helfen können. Mal, dass das Foto nicht abgefackelt ist. How can I get out of here? If we can make it out of this, Chloe. Don't fail me, Fusebox. Sehr schön. Okay. He's dead. Electrocuted.